Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Laila. Man nennt mich auch die wunderschöne Laila. Man erkennt mich nämlich an meinen blonden Haaren, an meiner jungen, geilen Figur. Und was mich ausmacht, ist, dass ich Puffmama bin. Warte, ich bin gar keine Puffmama und meinen Namen schreibt man eigentlich mit I? Okay, nee, dann muss ich mich nochmal kurz umziehen. Ich bin gleich wieder da. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ihr habt jetzt gerade meine Interpretation von Laila aus dem Song schon gesehen. Ich möchte gerne genau darauf mit euch reagieren. Ich als Laila kann ja wohl am besten beurteilen, ob dieser Song zu sexistisch für die Welt ist oder nicht. Ist das Lied jetzt wirklich so krass? Hier kommt meine Meinung. Falls ihr überraschenderweise nicht wissen solltet, von welchem Song wir hier reden, ich habe ihn unten nochmal in der Infobox verlinkt. Ich bin tatsächlich zwei Personen schon begegnet, die den Song nicht kannten, Leute. Also, falls ihr die Nummer 3 seid, unten ist auf jeden Fall nochmal der Song verlinkt, nur damit wir auch alle wissen, wovon wir hier gerade sprechen. Wie ihr wisst, wurde der Song stark kritisiert, er wurde als sehr sexistisch bezeichnet und teilweise auch auf bestimmten Volksfesten verboten. Ist der Song jetzt wirklich so schlimm? Ist da etwas dran? Darf man den Song wirklich nicht hören? Ist der so dramatisch? Ich werde euch auf jeden Fall gleich nochmal meine schlimmsten Stellen aus dem Lied vorlesen und dann nochmal meinen Senf dazu geben. Eigentlich gebe ich euch nicht meinen Senf dazu, sondern meine Mayo. Ich persönlich liebe ja Mayo, Leute. Ich bin Keto. Das heißt, ich werde euch meine Mayo dazu geben. Okay, der Refrain ist jetzt natürlich sehr eindeutig. Ich habe einen Puff. Meine Puffmama heißt Laila. Jetzt muss ich gucken. Sie ist schöner, jünger, geiler, lalala, okay. Ich finde den Refrain jetzt nicht so schlimm. Da muss ich sagen, ich habe 100.000 Mal schlimmere Refrains gehört. Und ja, okay, es geht natürlich um meine Puffmama. Aber ich muss sagen, ich fühle mich damit jetzt persönlich noch nicht angegriffen. Dann geht's weiter. Ich ging in den Laden und schon stand sie da. Geile Figur, blondes Haar. Okay, gut. Ich könnte das jetzt eventuell auf mich beziehen, weil da jemand ist, der blond ist und der Laila heißt. Über geile Figur und Normschönheit und so kann man sich jetzt drüber streiten, aber auf jeden Fall gibt es diese zwei Punkte. Ich heiße Laila und ich bin blond. Das ist natürlich jetzt schon ein krasser Zufall, Leute. Finde ich jetzt an dieser Stelle aber ebenfalls noch nicht so schlimm. Dann wird an einer Stelle gesungen, wir lieben dich, lalalala. Okay, ich persönlich muss zumindest sagen, in diesem Lied wird man zumindest noch geliebt. Also es gibt Lieder, da werden Frauen so abgrundtief beleidigt und das finde ich tatsächlich 3000 Mal schlimmer, als zu sagen, wir lieben dich, geile Laila. Und also das finde ich tatsächlich weniger schlimm als andere vergleichbare Lieder, auf die ich gleich nochmal eingehe. Ist der Text echt nur so kurz? Wiederholt sich alles so oft? Das Luder Laila finde ich jetzt auch nicht so nett, Leute. Sag ich ganz ehrlich. Aber, wie gesagt, wir kommen da auf jeden Fall gleich nochmal drauf, wenn ich verschiedene Lieder mit diesem Lied vergleiche. Ich werde das Lied zuallererst mit einem ähnlichen Schlager vergleichen, was ja auch dieses Jahr, glaube ich, rausgekommen ist, nämlich mit dem Song Olivia. Bei dem Song gab es ja tatsächlich nicht so viele Debatten. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt persönlich sagen, als ich mir den einmal anhören musste, fand ich den 3000 Mal schlimmer als Laila. Für Passagen wie zum Beispiel, hier bist du niemals nüchtern, dich kennt der ganze Laden, von Kopf bis zu den Waden und jeder kann dich haben. Man muss dich einfach fragen. Wenn deine Mutter wüsste, Olivia, zeig's jedem deine Brüste, Olivia. Wenn deine Mutter wüsste, Olivia, mit jedem in die Kiste, Olivia, finde ich jetzt persönlich tatsächlich noch mal ein bisschen beleidigender als Laila. Oder auch, Mama sitzt zu Haus und du sitzt hier auf Klaus. Mama schaut noch Netflix, während du durch jedes Bett fiehst. Ich werde es jetzt nicht sagen. Da sage ich euch ganz ehrlich, den Text finde ich deutlich expliziter und deutlich unangenehmer als Laila. Dass beide Texte natürlich sexistisch sind, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu sprechen. Aber schauen wir uns doch mal das große Ganze an. Wir haben nicht nur Schlager, wir haben so viele verschiedene Genres in der Musik. Schauen wir uns doch mal den Deutschrap an, Leute. Hier ist ein Zitat von einem Rapper aus dem Lied 301180, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist auf jeden Fall ein Lied zusammengesetzt aus sehr vielen verschiedenen Rappern. Und der Text, den ich persönlich sehr krass fand, war: Ich würde Lena Meyer-Landrut piepen, ja, ich sag jetzt mal ganz bewusst piepen. Selbst wenn sie meine Tochter wäre. Also, ich würde Lena Meyer-Landrut piepen, selbst wenn sie meine Tochter wäre. Ich finde, ganz ehrlich, diesen Text finde ich persönlich deutlich, deutlich krasser und zwar aus mehreren Gründen. Wenn wir die Passagen vergleichen, beziehungsweise wenn wir diesen Textabschnitt vergleichen mit dem gesamten Lied Laila. In dem Textabschnitt wird explizit eine Person angesprochen. Es wird gesagt, dass mit dieser Person gerne eine sexuelle Handlung ausgeführt werden wollen würde, selbst wenn diese sich in einem illegalen Rahmen befinden würde. Leute, das ist 100.000 Mal krasser als der Song Laila. Im Vergleich, wenn wir jetzt mal gucken, wer sich irgendwie angegriffen fühlen könnte durch das Lied, das sind Lailas, die im besten Fall auch noch blond sind. Das, was über sie gesungen wird, ist erlaubt. Es gibt keine krass dramatischen Handlungen, die da irgendwie zitiert werden. Und auch keine wirklich krassen, direkten sexuellen Handlungen. Worauf ich hinaus will, liebe Leute. Über 301180 hat sich niemand beschwert. Niemand hat sich aufgeregt. Jeder hat es einfach als Deutschrap hingenommen. Es war einfach Musik, es war einfach freie Entfaltung, es war die Meinungsfreiheit. Und keiner hat sich darüber beschwert. Fakt ist, das Lied hatte auf jeden Fall nicht so krass Aufsehen erregt, wie zum Beispiel Laila.
Im Vergleich zu Layla, die Handlungen, die da irgendwie thematisiert werden, sind erlaubt. Es gibt keine krassen, explizit sexuellen Handlungen in dem Lied. Und auch ansonsten finde ich das Lied ehrlich gesagt vom Text her nicht so krass. Natürlich kann, soll und darf man gerne über sexistische Lieder debattieren, Leute. Meine Meinung ist einfach nur, es gibt da draußen 100.000-mal krassere Lieder, wo wirklich Menschengruppen oder einzelne Menschen konkret angesprochen werden, über die tatsächlich deutlich krassere Handlungen irgendwie verbreitet werden. Und da macht tatsächlich keiner ein Fass auf. Da sagt irgendwie niemand irgendwas. Aber sobald es um den Song Layla geht, wird dieser sogar teilweise auf der Kirmes oder ähnlichem verboten. Ist die Debatte jetzt also wirklich gerechtfertigt, wenn wir deutlich krassere Songtexte, deutlich krassere Lieder in der gesamten Musikbranche haben, die aber einfach niemand beachtet? Das ist jetzt so ein bisschen so, wie sich über einen kleinen Krümel zu ärgern, wenn eigentlich die ganze Wohnung gerade dabei ist, abzufackeln. Ungefähr so dieses Verhältnis. Und das sagt eine Layla, liebe Leute. Das sagt eine Layla. Ist mir das Lied jetzt als Layla trotzdem unangenehm? Ja, Leute, natürlich ist es mir unangenehm. Vor allem, wenn ich irgendwie in der Gastro arbeite und ein Namensschild trage. Stellt euch vor, ihr seid Kellnerin auf einer Hochzeit und alle Leute sind besoffen. Ihr tragt ein Namensschild und wirklich jeder zweite Mensch kommentiert euren Namen. Jeder redet über euch, ihr kriegt das mit, die Leute glauben dann unauffällig zu reden und ihr denkt euch so, du bist offensichtlich betrunken und du schreist gerade meinen Namen durch die Gegend und sagst, oh mein Gott, da ist eine Layla, die Kellnerin heißt Layla und glaubst, ich krieg das nicht mit. Also natürlich ist es unangenehm. Letztens wurden einfach beim Kellnern Wetten abgeschlossen, Leute. Die wollten unbedingt wissen, wie alt Layla ist. Und dann hat wirklich ein Tisch einfach Wetten abgeschlossen und dann haben sie mich gefragt, wie alt ich bin. Andere wiederum, die rasten total aus, weil sie unbedingt ein Foto mit mir machen wollen mit einer waschechten Layla. Oder irgendwelche Leute fordern dich auf, ihnen doch den Ausweis zu zeigen, weil sie dir nicht glauben, dass du wirklich so heißt. Layla Goals, Leute, Layla Goals. Was soll ich euch jetzt also als Feedback sagen? Ich finde das Lied verglichen mit anderen Liedern nicht dramatisch schlimm. Natürlich muss man sich auf jeden Fall nochmal Gedanken machen, wie man denn mit Sexismus in der Musikbranche umgeht. Aber da sollte man sich vielleicht die fetteren Fische anschauen. Dieses Lied ist halt nicht so krass wie andere Lieder, wie zum Beispiel im Deutschrap. Und dass jetzt genau dieses Lied so in den Fokus gerät, ich weiß nicht, ob dieses Lied jetzt irgendwie so diese Debatte verdient hat, muss ich sagen. Die Frage ist ja auch, wo macht man einen Punkt? Wo fängt Sexismus an? Wo ist die künstlerische Freiheit in der Musikbranche? Was darf man noch sagen? Was darf man nicht sagen? Ist es nicht ein super krasser Eingriff zu sagen, hey, man muss sich krass hemmen in der Musikproduktion? Oder wiederum die andere Seite zu betrachten, hey, das ist aber absolut frauenfeindlich, was ihr da gerade von euch gibt oder super sexistisch. Das ist halt einfach echt schwierig, da irgendwie so eine Waage oder ein Gleichgewicht zu finden. Und ich bin mir auf jeden Fall sicher, da muss man nochmal drüber sprechen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Layla jetzt an dieser Stelle nicht das krasseste Lied dafür ist und die Debatte irgendwie noch nicht so richtig verdient hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das sage ich als Layla, Leute, das sage ich als Layla. Jetzt habt ihr meine Mayo dazu bekommen. Ich hoffe, das nächste Lied wird nicht über euren Namen sein und ansonsten wünsche ich euch einen super, super schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Layla, man nennt mich... Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Layla, auch die wunderschöne Layla genannt. Ich bin blond. Ich... Oh Gott. Ei, es geht bei meinen Haaren. Okay, darauf freue ich mich jetzt. Okay.